Hallo liebe Freunde der sozialen Medien, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karrieren. In der heutigen Folge geht es um eine lebende Legende. Vielleicht nicht unbedingt auf dem Platz, aber auf jeden Fall daneben. Die Rede ist von Hans Sapai. Hans Sapai wird am 28. Juni 1976 in der ghanaischen Hafenstadt Tema geboren. Seine Eltern lebten bereits in den frühen 1970er Jahren in Deutschland. Aus diesem Grund trägt Sapai zu seinem ghanaischen Nachnamen den deutschen Vornamen Hans. Ab seinem dritten Lebensjahr lebt Hans Sapai in Deutschland, wächst in Köln-Chorweiler auf. Beim Pharmakonzern Bayer absolvierte er eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker. In seiner Jugend spielt Hans Sapai bei mehreren Vereinen in und um Köln, bis er im Januar 1999 zur Fortuna Köln wechselt, wo ihm der Sprung in den Profikader gelingt. Für den Kölner Traditionsverein bestreitet Sapai in 1,5 Jahren 44 Spiele in der zweiten Fußball-Bundesliga, ehe er 2000 zum MSV Duisburg wechselt. In seiner Zeit in Duisburg kommt er am 8. Oktober 2000 zu seinem Länderspieldebüt für Ghana beim 4:1-Sieg über Simbabwe. Nach nur einer Saison bei den Zebras, in denen Sapai 20 Spiele bestreitet, gelingt dem inzwischen 25-Jährigen 2001 der große Schritt in die erste Bundesliga. Für eine Ablösesumme von 600.000 Euro wechselt er das Trikot der Zebras zu dem der Wölfe vom VfL aus Wolfsburg. Der VfL wird der Verein, dem der ghanaische Nationalspieler in seiner Karriere am längsten treu bleiben wird. Ganze 6 Jahre trägt Sapai das Trikot der Wölfe und bestreitet in seinen 6 Saisons, in denen der VfL zumeist im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt ist, 139 Spiele für den VW-Club, wobei ihm immerhin 3 Tore gelingen. Nach seinem Vertragsablauf in Wolfsburg schließt sich Sapai ablösefrei Bayer Leverkusen an und trifft damit auf seinen alten Arbeitgeber, nur dieses Mal in anderer Funktion. Nach 42 Spielen in 3 Jahren beim Werksclub wechselt Sapai zur Saison 2010-2011 für 400.000 Euro Ablöse zum FC Schalke 04 und unterschreibt mit 34 Jahren einen 2-Jahres-Vertrag bei den Knappen. Zuvor bestreitet der Ghanaer aber noch die Weltmeisterschaft in Südafrika, bei der sein Heimatland als bestes afrikanisches Team bei der erstmals auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragenen WM-Endrunde bis ins Viertelfinale vordringt, wo es sich dem späteren viertplatzierten Uruguay geschlagen geben muss. Hans Sapai bestreitet dabei alle 5 Spiele als Stammspieler für sein Team. Bei den Gelsenkirchenern wird der Verteidiger allerdings schnell von Trainer Felix Magath wegen mangelnden Trainingseinsatzes suspendiert und in die Amateurmannschaft abgeschoben. Nach dessen Entlassung und dem Trainerwechsel holt Ralf Rangnick den Routinier zurück zu den Profis. Zwar kommt Sapai selten zum Einsatz, bei den entscheidenden Spielen gehört er aber stets zum Stammpersonal und trägt somit entscheidend zu Schalkes Pokalsieg 2011 und damit seinem persönlich ersten und letzten Titel bei. Auch in der Champions League, in der Schalke überraschend das Halbfinale erreicht, steht Hans Sapai in den wichtigen Spielen im Achtelfinale gegen den FC Valencia und im Viertelfinale gegen Inter Mailand auf dem Platz, als Schalke den Titelverteidiger mit 5:2 in dessen eigenen Stadion aus dem Wettbewerb schießt. In der Sommerpause 2011 entwickelt sich in den sozialen Netzwerken, vor allem auf Facebook, ein von den Chuck Norris Facts inspirierter Kult um die Person Hans Sapais. Am 4. Juni twittert Sapais Mitspieler Alexander Baumjohann, mit dem er gemeinsam während des Beginns der Saison von Felix Magath zu den Amateuren abgeschoben wurde: "Guten Morgen, gibt es was Neues auf Schalke?" Die Antwort, die Hans Sapai über Nacht zum Internetstar macht, lässt nicht lange auf sich warten. "Ja, du sollst nach Wolfsburg." Dort hatte Magath nach seiner Entlassung auf Schalke angeheuert, weshalb für Baumjohann ein Wechsel zum VW-Club natürlich nicht in Frage kommt. Dementsprechend entrüstet stellt der offensive Mittelfeldspieler auch umgehend klar: "Damit macht man keinen Spaß, das ist nicht lustig." Schalke-Anhänger und andere Fußballfans, aber auch vor allem junge Leute, die mit Fußball ansonsten nichts anzufangen wissen, fangen an, Facebook-Seiten mit lustigen Sprüchen, in denen Hans Sapai als übermenschlich dargestellt wird, zu begründen. Er wird schon bald zum Idol einer Generation, vor allem von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren, was auch mit seinem sympathischen Auftreten in der Öffentlichkeit und seinem sozialen Engagement zusammenhängt. Nach der Saison 2011-2012 beendet Hans Sapai im Alter von 36 Jahren seine aktive Spielerkarriere. Als Ruhestand lässt sich dieser Schritt aber nicht bezeichnen, denn Sapais Terminkalender wird eher noch voller als zuvor. Von nun an ist er regelmäßig im Fernsehen zu beobachten, bekommt sogar seine eigene Sendung, deren Name ebenfalls auf einem Hans-Sapai-Fact basiert. Am 5. März 2015 erhält Sapai nach Abschluss der Trainerausbildung vom DFB die A-Lizenz, die ihn dazu berechtigt, Mannschaften bis zur Regionalliga zu trainieren. Die Chance, dass wir den sympathischen Facebook-Star bald wieder aktiv im Profifußball sehen, ist also durchaus gegeben. So Freunde, das war die 3. Folge von Karrieren mit Hans Sapai. Ein wirklich sympathischer Kicker, der in seiner Karriere vielleicht nicht immer die größten sportlichen Erfolge hat feiern können,
der aber seinen gebührenden Ruhm auf anderem Wege erlangt hat. Hans Sapai ist immer auf dem Teppich geblieben, aber sein Teppich kann fliegen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Hans Sapai gefällt das auf jeden Fall. Sportliche Grüße, bis bald!